So, sind wir wieder bei Let's Play Stellaris. Den letzten Part haben wir ein bisschen überzogen, weil ich nicht auf die Uhr geguckt habe, wie immer halt. Ich bin so sehr vertieft, da gucke ich selten auf die Uhr. Der Neutronenstern gibt 5 Ingenieursforschungen. Holy motherfucking shit auf Sigma. Das ist schon einiges. Und wir können hier an sich weitermachen. Das machen wir auch. Ich brauche nämlich deutlich mehr Scheiße hier. Construction complete. System survey complete. Habe ich hier noch was, was ich machen kann? Lando? Ja, Lando kann ich sogar machen. Ein bisschen mehr für die Physikforschung. Du hast das erkundet. Gehen wir weiter nach Norden oder nach Süden? Ich würde sagen, wir gehen eher nach Süden. Denn sollten sich da Welten befinden, macht es mehr Sinn, dass ich da rumgucke. Okay, Utokotu war mal fertig. Das ist ein E+4, was Nahrung angeht. Ja, hier muss ich blöd entscheiden zwischen Energie oder Mineralien. Ist auch doof. Jetzt habe ich aber schon ziemlich bald hier für entscheiden, was ich hier mache. Ach, hier gibt es auch eine Nahrung. Guck mal. Kann ich aber nicht entfernen, weil ich überhaupt gar keine Mineralien habe. System Survey complete. Ja, das Sternsystem ist ja ziemlich reich an Ressourcen. Vor allem Ingenieursforschung gibt es so viele. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, Forschung läuft, das braucht jetzt einfach ein bisschen. Da gibt es einen Planeten. Ja, ein Zwergplanet leider nur. Schade. Nichtsdestotrotz, den können wir trotzdem bevölkern. Und wäre als Beobachtung auf jeden Fall interessant. Okay, ich dachte, das gehört nicht zu mir, wo ich mir dachte, das gehört auch auf jeden Fall zu meinem Sternsystem, Alter. Im Pasch haben wir auch nichts gebaut. Okay. Ja, ich baue sowieso erstmal meine Hauptwelten alle aus. Außer halt die Planeten, wo ich mich besiedeln kann, weil... Ja, Sozialforschung brauche ich nicht unbedingt und... Construction complete. Wenn ich da breit mache, bringt mir das Ding eh nichts mehr. Schiffe sind fertig, haben jetzt eine Angriffsstärke von 518. Das sind sich schon eine ganze Menge. Wie sieht es meine Beziehung mit dir eigentlich aus? Empfänglich, okay, also Standard. Und die müssen eigentlich relativ freundschaftlich sein, ne? Ja. Das sind meine Boys hier, die Kiefercrusher. Oh Mann, war das schlecht von mir. Genau, ich beleidige sie mal. Oh Gott. Gut, dass es auch immer noch gibt. Jofiel lässt grüßen und so. Okay, wie schaut's hier aus? Hier kann ich, glaube ich, mal ein neues Labor bauen. Und hier direkt auch. Komm, why not? Dann haben wir sie alle. Und dann mal gucken, wie es hier allgemein weitergehen kann. Okay. Ob so, hier tun sich erstmal keine weiteren Menschen mehr hinsetzen. Zu weit weg und so. Ich habe da ein Migrationsangebot mit denen gemacht, ne? Migrenia schon welche? Da auf jeden Fall nicht. Ein paar von mir bei ihm vielleicht? Ne, der Ozeanwelten. Logischerweise. Ja, es kann ja sein, dass durch Migration ein paar von seinen Völkern zu mir kommen. Oder auch andersherum. Das ist mal ganz interessant, so kann man auch andere Planeten bevölkern, wenn sie halt, ja, selber Bürger von meinem Reich sind damit. Wie viel haben wir eigentlich gerade? Fast 18 Uhr, okay. Ich meine, ich werde heute eh nichts mehr machen, ich denke mal, ich werde gleich einfach die Parts rennen und eine Runde Fire Emblem weiterspielen. Und dann werde ich so nach und nach mich selig auf die letzte Prüfung vorbereiten. Nebenbei, wenn ihr dieses Video hier seht, ist dann nächste Woche meine Prüfung. Kurz korrigieren, ich dachte, das ist schon die wäre gelaufen, aber nee. Die ist erst nächste Woche. Am Mittwoch. Wenn ihr das ganz genau haben wollt.
Bin sehr gespannt, wie es ausläuft. Das ist die letzte scheiß Prüfung, die ich vor mir habe. Und danach am Matt. Aber das ist off-topic, das gehört gerade nicht in die SAP rein. Das zeugt von Unprofessionalität, Leo. Schande über mein Haupt. Ingenieursforschung wäre ganz nicht verkehrt, weil da kann ich ein bisschen aufholen, ne? Na komm. Oh, schneller, Mann! Stress mich nicht! Halt die Frei... Okay. Oh. System Survey complete. Hm, wo denn? Ah, da. Gehen wir weiter hier unten. Gibt's ja noch zwei Welten, die wir uns angucken können. Okay, drei. Ah, wir können es hier drüben hinpflanzen. Okay. Und hier können wir uns auch schon hinpflanzen, theoretisch. Und eine Anomalie. Die Oberfläche dieser Welt ist stark vernarbt und ein Muster kann nicht natürlich Ursprung sein. Auf der Umlaufbahn sehen sie gewaltige Risse, fast wie eine Handschrift aus. Okay. Guck mal, was das sein soll. Sehr interessant. Ist eigentlich meine Wurmstation hier noch irgendwo aktiv, die ich mir irgendwo gebaut hatte? Evading hostile fleet. Ne, ist er nicht. Und hier sind anscheinend... What the fuck? Okay. Okay. Das sind eine Menge Viecher. Ich glaube, die Macher, bzw. Paradox, dachte sich, hey, die ganzen Neutralen sind ein bisschen zu... Naja. Nicht ganz so bedrohlich. Wir packen einfach mal 80.000 mehr rein. Okay, ich habe schon verstanden. Ich habe verstanden, welche Liga ihr mitspielen wollt. Okay. Alles in Ordnung. Das haben echt viele Mining Drones. Gut, es sind Mining Drones, kein Problem, aber trotzdem. Es nervt. Jemand hat vor ungefähr 5000 Jahren aus dem Orbit mit einem Bergbaulaser einen ausgedehnten Textoberfläche des Planeten genarbt. Die gewaltige Schrift bedeckt einen Großteil der oberen Hemisphäre vom Planeten. Es scheint eine Kurzgeschichte zu sein, von dem harten Leben des Alien-Söldners handelt. Okay, und dafür pinselt er den Planeten voll? Nett. Und eben auch nicht. Ich könnte versuchen, die Punkte ja schon weiter zu holen. Ich meine, hier eine Wurmstation. Dann dürfte ich an die drei rankommen. Hier unten irgendwo noch eine Wurmstation. Da oder so komme ich auch hier ran. Und da komme ich auch noch ran. Und da muss ich mal gucken, ob ich einen Durchmarsch habe mit ihm. Angeblich habe ich auch Durchmarsch mit ihm. Okay. Das wäre nämlich gar nicht mal so verkehrt, das zu machen. Und wer weiß, wie viel Einfluss um Planeten zu bevölkern? Die Frage ist, welchen bevölkern wir dann? Ich habe jetzt bis jetzt noch keine weiteren Planeten gefunden, die ich gerne bevölkern würde. Ich meine, hier wäre es interessant, sicherlich, aufgrund der Nähe der einzelnen Gebiete, die wir haben. Aber das ist keine Welt, wo ich unbedingt hin will, so ein Zeitplanet. Robuste Rahmenbedingungen für die Lokalverwaltung werden auf Einzelfallbasis erstellt, um den Bedürfnissen jeder Kolonie zu entsprechen. Das wäre gar nicht mehr so verkehrt. Ich glaube, Beseitigung von Dschungel, ne? Ja, wenn man nicht so verkehrt, wenn wir das mal machen. Da können wir allgemein die Dschungel-Gegner mal killen. Wo war ich Dschungel? Bei Destiny? Ne. Hier haben wir Dschungel, ja. Drei Zonen. Hier, vier sogar. Oh, da pflanzen sich welche hin. Das ist sehr vorbildlich. Das hier gehört noch mir. Da können wir auch was bauen. Ich merke gerade, ich habe mittlerweile so viel gebaut, dass mein Energievorrat wieder ein bisschen streikt. Aber ich glaube, so ein Milch kann ich nicht mehr bauen, ne? Hier geht noch eine Station. Das ist der Planet, meine ich. Auf Burnet Star geht noch eine. Aber dann habe ich so ein Milch alles abgeerntet, was ich halt habe. Ja. Dann geht es eigentlich darum, zu gucken, dass wir in Destiny mittlerweile eine planetare Außenposten bauen können. Aber jetzt muss ich allgemein mal Gebäude bauen. Ich meine, habe ich bis jetzt immer noch nicht getan. Research complete.
Durch die Übergabe der Kontrolle über das Kolonieschiff an eine künstliche Intelligenz können wir die Besatzung und die Kolonisten in den Tiefschlaf versetzt werden. Ah, verstehe. Was können wir als nächstes machen? UV-Laser wäre schon geil. Oder für bessere Schilde. Bringt mir eigentlich momentan nichts bei bessere Schilde, weil ich sowieso keine Energie habe mehr. Also wir sagen, wir machen den UV-Laser. Also die dritte Stufe des Lasers. Dauert zwar 40 Monate, aber hey, wir haben einen UV-Laser dann. Ich glaube, es gibt noch einen besseren Laser, die Stufe 4, das wäre der Röntgenlaser, meine ich. Alter, ist die Liste, die da... Alter, ist die Liste lang. Es sind da viele Viecher. Ich meine, gut, unsere Flotte zerpont die, ne, weil... Die sind halt nicht so nicht stark, aber trotzdem. Ein riesiger Einschlagsrad auf der Oberfläche des Planeten lässt darauf schließen, dass etwas Großes damit kollisiert sein muss. Erkunden, wenn ich bitten darf. Construction complete. Inaktives Gebäude. Achso, jetzt jammert er rum, dass hier keine Bewohner sind. Ja, wenn die hier durch sind, kommen sie aber auch dahin. Insofern passt das schon. Ja, Nahrung brauche ich mich nicht drum zu kümmern. Das läuft. Construction complete. Ja, wunderbar. Ah, Flotte ist fertig. 623 Stärke haben wir. Ich würde sagen, wir gehen mal zu den Laserdeppen und putzen sie mal selber weg. In der Hoffnung, dass er mich jetzt hier nicht hintergeht oder so. Wobei, meine Flottenstärke ist im Vergleich zu seiner ziemlich heftig, insofern ich glaube, dieser Blödsinn machen wird. Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Ich meine, so doof ist die KI auch wieder nicht. Ich meine, wenn er meint, auf mich YOLO gehen zu müssen, ist er selber schuld. Eine gewaltige Karte auf Rabastaban... Was? Rabastaban, Tatsache. 6 scheint auch in der Kollision mit einem Raumschiff zu stammen. Aufgrund der Größe des Kraters vermuten wir, dass es mit voller Hochgeschwindigkeit fliegendes Schiff aus dem Planet aus unbekannten Gründen vor ungefähr 100.000 Jahren gestammt hat. Die Form Bionoid, what the fuck, ist in der Abschlussstelle Reste von Hyperraum Echos umfasst, die mit einem kollabierten Warpfeld entsprechen. Da das Schiff vom Einschlag favorisiert wurde, kann die Tür nicht werden. Okay. Haben wir glaube ich schon mal gelesen, meine ich. Gib mir meine Physikforschung. Und die Roboterarbeit durch. Ich glaube, die Boys könnte ich dann schon mal... Huch. Da hinsetzen, oder? Ja, da kann ich ein paar hinsetzen schon mal. Werde ich in Betracht ziehen. Da gibt es eine gelbe Welt. Oh, da gibt es einige Welten, die man bevölkern könnte, wenn ich sie bevölkern könnte halt. Tropisch ist das, okay? Aber eine ziemlich große Welt auf jeden Fall. So, meine lieben Mining Drones. Holy shit, da kommen die ersten schon entgegen. Mal sehen, wie heftig meine neue Flotte so ist. Hostile fleet engaged. Ich habe mir jetzt alle entgegenkommen, habe ich ein Problem. Holy shit, die mache ich fertig. Da kommt gerade durch meine Schilde mal ebenso durch. Wir müssen aufpassen, dass sie alle auf einmal kommen. Nacheinander kann ich sie ausschalten ohne Probleme. Ja, im direkten Kampf kill ich sie sowas von. System Survey complete. Hostile fleet engaged. Ich würde sagen, du guckst schon mal die Welten an, die ich hier oben noch nicht erkundet habe. Darf ich doch, ne? Ja, darf ich. Wunderbar. Gut, dass das geht. Ich finde es immer scheiße, dass wenn ich ein System kontrolliere und dann auf einmal auf ein fremdes Reich stoße, dass ich sofort mich davon verbissen muss. Ich meine, über Militärschiffe, alles klar, verstehe ich, dass ich da nichts rumeiern darf. Aber mit Zivilschiffen, die keine Bewaffnung haben, ich bitte euch. Roboter. Diese roboterhaften Arbeitseinheiten sind perfekt für niedere Tätigkeiten geeignet. Wow, bist du ein Rassist, Alter. Sie arbeiten hart und sind in der Lage, einfachen Sprachanweisungen zu folgen. Treppensteigen sollte man ihnen aber nicht erwarten. Sehr interessant. Als nächstes können wir Roboterarmee und Androiden machen. Das ist eine... Warte mal, das ist eine interessante Frage. Kann ich eigentlich... Ja, ich weiß nicht, forschen muss. Locker bleiben. Kann ich eigentlich, so ich Roboter habe, kann ich sie... Nein, kann ich nicht. Ich glaube, es ging über Androiden, ne? Genau.
Genau, mit den Androiden kann ich nämlich andere Planeten bevölkern. So war das, genau. Machen wir das doch direkt. Schon die anderen beiden Forschungen sind sich gerade das, was ich gerade benötige. Machen wir die Androiden direkt. Mit den Robotern, um es kurz zu sagen. Wir können zum Beispiel auf Pilgrim Prime gehen. Dazu Oberfläche. Wir können jetzt hier einfach Roboter einsiedeln. Ja. 450 Energie und 50 Mineralien. Können wir einfach Roboter einsetzen. Und wir sehen, die guten Roboter sind generell dafür geeignet, um Mineralien abzuernten. Also für Forschung sind sie total ungeeignet, minus 80% Leistung. Energie minus 40% Leistung sollte man auch nicht machen. Aber gerade für Mineralien sind sie extrem gut geeignet. Deswegen könnten wir eigentlich hier vorne schon mal zwei Roboter hinsetzen. Ich meine, warum nicht? Kosten noch keine Nahrung, die Roboter, insofern passt es perfekt dafür. Oh, Aktivitäten von Cyborgs Maschinenbewusstsein. Okay, das interessiert mich. Finden wir ein neues... neue Artefakte von denen? Und hier haben wir jetzt noch wieder solche Viecher, okay? Das sind eh nur drei Flotten, wenn wir die gekillt haben. Killen wir nach und nach erstmal die ganzen Stationen von denen. Hostile fleet engaged. Ach, hier gibt's immer noch die Space Amöben. Oh, sieh mal an. Ich bin dann grübeln. Ich habe gerade ein schönes Minus im Machen beim Unterhalt. Das müssen wir eigentlich Situation mal log updated. Korrigieren. Können wir aber nicht von hier aus machen. Über Destiny würde es halt wunderbar gehen. Pass mal auf, da wo ich Energie bekomme, baue ich auch Kraftwerke. Ja, ich weiß, dass ich damit den kille, aber ist mir egal. Ich will hier Kraftwerke haben. Uralte Cyborgs-Basis. Eine Basis? Die unwirtliche und erbarmungslose Welt Wimbos 6 scheint I1 Standort einer großen Cyborgs-Basis gewesen zu sein. Außer verstreuten Trümmern und einem großen Krater ist heute nichts mehr davon übrig. Wenn wir mehr darüber erfahren möchten, müssen wir den Standort der Basis untersuchen. Situation log updated. Ja. Jeden Fall machen. Ich möchte gerne mehr über die Cyborgs erfahren. Wie viele haben eigentlich schon, ja. Haben wir schon erforscht davon. Ach, hat man nur ein Artefakt, ja wow. Das heißt, Situation log updated. Das ist genau das erste und zweite Artefakt davon. Das ist interessant. Wenn wir die ganzen Kampfflotten gekillt haben, können wir anfangen, die ganzen Trümmer zu analysieren. Dann sollten wir auch locker den Bergbaulaser erforscht haben. Und vielleicht sogar das regenerative Rumpfgewebe. Ich meine, das haben die auch. Meine ich. Bin mir unsicher. Hostile fleet engaged. Auf jeden Fall den Bergbaulaser haben wir die alle gekillt haben. Und mit dem blauen Laser, man sieht es einfach. Ja, für die Mining Drones ideal. Also ich weiß, wie viel Schaden die bekommen, bis sie erst in Kampfreichweite sind. Jetzt fangen sie jetzt an zu schießen, da kill ich sie schon. Doch, das war eine gute Idee, die Laser einzubauen. Allein schon, wenn wir ein bisschen Waffenvarietät haben auch. Situation log updated. Hostile fleet engaged. Hostile fleet engaged. Trotzdem sind es hier eine Menge Viecher, die wir hier killen insgesamt. Und eine Menge Trümmer, die wir analysieren können. Holy shit. Situation log up. Nein, ich habe sogar ein Schiff verloren. Fuck. Oh, mein Flaggschiff ist fast in meinem. Sieh mal nach. Hostile fleet engaged. Aber ich glaube, die letzten drei Stationen kriegen wir auch ohne Verluste kaputt. Situation log updated. System survey complete. Hostile fleet engaged. Genau. Fangen wir mal die Trümmer zu erforschen. So viele fucking Mining-Arbeiter hier. Also, weil dieses System ist reich an Mineralien.
Könnte ja heißen, ne? Oder die sind gerade fertig geworden, keine Ahnung, ich hätte es noch stehen gelassen. Situation log updated. Ah, wunderbar, gerade sei ich hinterher an. Ja, haben wir die alle gekillt. Ja, eine Menge zum Erforschen. Und wir können sich anfangen, unsere Schiffe zu reparieren. Okay. Würde ich schon fast sagen, ach ja, die Cybex-Basis haben wir gleich fertig erforscht. Ah, auf Destiny sind jetzt auch meine Kraftwerke fertig, das heißt, da bin ich hier im Plus, das ist gut. Und ich kann planetaren Außenposten bauen, das ist sehr gut. Machen wir auch. So, Außenprojekt abgeschlossen. Wir haben auf Wimbos 6 in dem Krater, in dem sich einst die Cybex-Basis befand, Trümmer eines großen Schiffs gefunden, das nicht zu ihnen gehörte. Unsere Archäologen vermuten, dass das Schiff in einer organischen Zivilisation stammt, die von dem Cybex angegriffen wurden. Falls es zutrifft, könnte das Schiff absichtlich auf die Basis gestürzt haben. Kamikaze? Für die Zerstörung der Basis wurde nämlich keine andere Erklärung gefunden. Höchst interessant. Systemsender erkunden? Nö, ich würde sagen, wir tun es auch die Trümmer hier erforschen. Aber was da zwei Forschungsschiffe dran sind, damit wir schneller fertig sind, weil es sind echt viele. Genau, meine Schiffchen gehen jetzt hier hin zum Reparieren. Na, können sie ruhig machen, ist mir egal. Ich habe an sich genug, dass ich mir noch was leisten kann. Bauen wir nochmal 4 Schiffe nach, haben wir 20. Roboter werden auch gebastelt, das ist heute ganz in Ordnung. Na, belassen wir es erstmal hierbei. Destiny, wie sieht's hier mal aus? Ja, stimmt, Planetaren Außenposten baue ich gerade. Na, belassen wir es erstmal dabei. Ja, Bündnis will er nicht haben. Ich finde die unterschiedliche Philosophie der Kriegsphilosophie. Ich meine, warum eigentlich? Ich meine, du bist xenophil, ich bin halt kriegerisch, na und? Man muss nicht gleich rumheulen. Hey, du bist voll der Rassist! Hä? Wie kommst du darauf? Woher weißt du, was das Wort bedeutet? Genau, Bergbaulaser. Ach, nur der Bergbaulaser. Ich dachte, der ist auch noch. Wundervoll. Da bringen wir es gar nicht mal so viel. Okay, Flotte wieder repariert. Neue Schiffe kommen hinterher. Dann haben wir 20 Schiffe von maximal 33 bis jetzt haben könnten. Wir könnten auch so allmählich, müssen wir mal schauen, wenn wir die Androidenarmee haben, beziehungsweise den Androiden selber, müssen wir uns auch mal angucken, dass wir neue Schiffstypen bauen können, nämlich Zerstörer. Allgemein größere Schiffe. Weil nur mit Fregatten rumschippern ist irgendwann nicht mehr ganz so sinnvoll. Aber gut, wenn man so sieht, wie groß das Universum ist, es gibt immer noch genügend Welten, die wir nicht erkundet haben. Das ist dann auch ohnehin eine Menge zu tun. Und es fällt mir jetzt erst wieder ein, dass ich hier verfickt noch eins meinen Gouverneur hinstellen könnte. Wozu habe ich mir mehr Anführer gesetzt? Was haben wir denn? Noch Beziehungskosten? Aha. Oh, Feldpunkt zum Namen wäre gar nicht mehr so verkehrt. So. Debris analyzed. Debris analyzed. Die Bergbaulaser haben wir irgendwie immer noch nicht ganz erforscht. Viel wohl nicht, aber auch nicht so viele Prozente. Oh, wir können gleich Dschungel abernten.
Nice! Minecraft! Keine gute Idee, hier mein Dschungelbiotop alles abreißen, wenn ich ihn dann für ihn sende. Los! Auf geht's! Vernichte den Wald! Research complete. So, blitzartige Waldzerstörung ist ein nichts, was ist an sich nichts Revolutionäres. In dem einen streng kontrollierten Gebiet mit engen Zeitvorgaben zu erreichen, dagegen schon. Aber das stimmt. Was können wir als nächstes machen? Wir können den Seetang killen. Im Besucherzentrum. Könnten wir an sich auch machen, aber ich glaube, wenn wir erstmal den giftigen Seetang entfernen, wäre es auch nicht so verkehrt. Können wir die auch irgendwann alle killen. Ich weiß gar nicht, was mit dem Besucherzentrum bringt. Ich meine, okay. Ich fühle mir jetzt, glaube ich, gar nicht mehr so verkehrt. Aber trotzdem, der ist schon freundschaftlich mit mir. Wir haben eine echt hohe Vertrauensmeinung. Hm. Construction complete. Doch, doch. Construction complete. Das ist ziemlich wichtig, wenn man mindestens einen Partner bei sich hat. Okay. Unsere Flotte besteht jetzt 20 Schiffe mit 728 Stärke. Das ist fast wenig, aber eigentlich für diesen Zeitraum ganz gut. Zumindest habe ich jetzt auch eine größere Flotte wie er. Insofern sollte er komisch wirken. Ich habe den längeren Schwanz, kann man fast schon sagen, den längeren Schwanzvergleich. Das klang jetzt sehr erwachsen, aber hey, was soll's. Analyzed. Das gibt auch eine Physikforschung, okay. Ach, das sind die Weltraumstationen, die ich gerade erforsche, die mir eine Physikforschung bringen. Okay, sie bringen mir Physikforschung, ne? Auch wenn es echt wenig ist, aber trotzdem, sie bringen mir Physikforschung. Debris analyzed. Holy shit. Ich will eigentlich nur den Backbone Laser noch völlig erforschen, was? Weil ich diesen Part noch gerne zeigen. Erforsche ich eigentlich noch eine Technologie bis dahin? Ja, vielleicht nur Vorlaser. Kieset ist der Backbone Laser eh nix. Huch. So, mal kurz gucken. Wie schaut's hier aus? Alles klar, die letzten werden da gerade hingepflanzt. Ja, Nahrung sind wir zwar im Überschuss, das ist wunderbar. Ich denke mal, wir könnten uns überlegen, wie wir hier weitermachen. Oh! Planetare Hauptstadt könnte ich bauen. 100 Einfluss kostet mich das. Bin gerade nicht... Ja, wo ich baue gerade eh keinen... Machen wir. Ich bin gerade eh nicht wirklich dabei, eine weitere Kolonie zu setzen. Ja, doch, passt schon. Gib mir ein bisschen mehr Bonus, vor allem dann noch hier auf meine Nebengebäude. Das heißt, ich kriege auch wieder mehr Energie. Doch, doch, schon ganz nett. So, Nahrung gemacht im plus 4 Bereich, das ist ganz nett. Achso, wegen dem Außenposten hauptsächlich, ne? Und hier will ich auch ein Kraftwerk haben. Wie schaut's hier aus? Debris analyzed. Ah, es tut sich ja nämlich etwas. Ich habe so allmählich, kann ich auch das eine Schiff alleine lassen, weil jetzt habe ich so viel erforscht, jetzt kann ich eigentlich mich verziehen. Debris analyzed. Immer noch kein Bergbohrlaser. Na komm, das erforsche ich noch und dann machen wir Schluss. In der Hoffnung, das ist es jetzt. Wer ist das? Bist du nicht der Haufen, der hier mal war? Ja, der Haufen bist du. Hey! Interessant. Hier war ja ein primitiver Haufen gewesen, der ungefähr ja unserer Zeitrechnung war. Die haben sich so weit entwickelt, dass sie jetzt gerade zum Weltraum gegangen sind, so wie wir angefangen haben ungefähr. Deswegen sind sie auch erbärmlich im Vergleich zu uns. Interessant. Was haben die eigentlich für Eigenschaften? Die sind sogar militaristisch, okay.
Und fanatisch militaristisch, ja, du eilige Scheiße. Die Militärjunta. Oh, ultraviolette Laser sind eine verbesserte und leistungsstärkere Version ihrer blauen Vorgänger. Das ist genauso interessant, der blaue Vorgänger. Ihre zerstörerischen Waffen sind zielsicherer und können großen Schaden verursachen. Da mein Bergbau-Laser. Achso, bin ich jetzt so weit weg? Ich würde sagen, wobei Forschung unterstützen wir nicht mal so verkehrt. Machen wir das mal. Dass wir das auf jeden Fall zur Auswahl haben. Und warum erforschst du nichts? Faule Sau. Na gut, damit haben wir schon mal rausgefunden, den Bergbau-Laser kriegen wir nicht so schnell erforscht. Deswegen würde ich einfach mal sagen, wir beenden hier den Part, Leute. Im nächsten Part bauen wir unsere Kolonien weiter aus, würde ich sagen. Und ja, mal gucken, was noch alles kommt. Bis dahin, tschüss.